hat sich die letzten Tage über das Wetter so ein bisschen beschwert. Und heute ist strahlender Sonnenschein, wirklich super, aber auch übelst heiß schon. Wie spät ist jetzt? Irgendwie 8 Uhr, ne? Kurz nach 8 Uhr. Oh, hot. Aber wir haben uns heute dafür entschieden, eine Wanderung zu machen. Und zwar den Leopard Trail. Und wir sind jetzt gerade da in dem Resort angekommen, wo man sich den Permit kaufen muss. Jetzt sind wir schon die ersten paar Meter gelaufen auf dem Weg zum Start. Und die Aussicht hier auf die drei Rondevels. Ja, wir sind immer noch auf dem Weg. Und wir wollten euch mal zeigen, dass da oben, also nicht direkt der Berg, sondern der Parallelberg dazu, ja, da hat die Wanderung angefangen. Ich habe keine Ahnung, wie weit wir schon sind, wie weit das noch runtergeht, ob das ganz runtergeht. Ja, laufen wir einfach mal weiter. Wir haben ja eigentlich gedacht, dass wir den ganzen Weg wieder hochlaufen müssen, haben dann aber noch mal auf der Karte geschaut und es gibt so eine Abzweigung. Da gabeln sich so zwei Wanderwege und wir haben uns jetzt dazu entschlossen, den anderen mal auszuprobieren. Der geht an einem Fluss entlang. Ich hoffe, da können wir uns nochmal abkühlen, ein bisschen erfrischen. Huch. Weil langsam wird es richtig heiß, oder? Ja. Ah. Wasser! Jetzt erfrischen wir uns erstmal. Ja, hier machen wir jetzt eine kleine Pause, eine kleine Essenspause. Eine kleine Erfrischungspause. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich mein Bikini mitgenommen. Und wäre da reingegangen, oder? Oh, fuck me. Ja, ja. Hör mal, hilf mir mal schnell. Ja, meine Leggings ist jetzt nass. Aber macht nichts. Jetzt konnten wir uns ja nicht abkühlen, aber jetzt bin ich trotzdem erfrischt. Nehmt euch eine Badehose und ein Bikini mit, weil das ist das Wasserloch hier, das ist wirklich richtig, richtig cool. Ja. Das ist schön tief, man kann von den Seiten da aus reinspringen und das ist wirklich super. Und wir sind, leider haben wir Pech gehabt oder leider waren wir so blöd und haben uns das nicht mitgenommen. Ja, wussten wir ja auch irgendwie nicht. Ja, wussten wir ja nicht. Ja, hier wäre natürlich auch perfekt zum Baden. Ich würde da so gerne reinspringen. Das Stück hat es in sich, also wir sind jetzt hier die ganze Zeit in so einem, ich weiß nicht, so einem Wald. Überall sind kleine Wasserfälle und kleine Flussdurchquerungen und klettern müssen wir auch. Aber wirklich schön hier. Wir müssen den Fluss jetzt nochmal durchqueren. Das sieht aber so aus, als wären hier bloß so ein paar Baumstämme reingelegt und die sehen alle ein bisschen schmierig aus. Wir packen jetzt alles weg. Vielleicht die Action Cam können wir, glaube ich, draußen lassen und dann ja, hoffen wir mal, dass wir da rüberkommen, ohne in den Fluss zu fallen. Ja, es sieht nicht besonders irgendwie dramatisch aus, aber es ist halt unglaublich schmierig, die ganzen Steine und die ganzen Stämme, die hier ins Wasser gelegt sind. Schauen wir mal. Geschafft. Geschafft.